Hallo und willkommen zum letzten Teil unseres Kapitels 11 hier zu Distributed Storage und konsistenter replizierter Datenhaltung. Wir haben die wesentlichen Mechanismen besprochen, wir haben uns über Konsistenzmodelle unterhalten, wir haben verschiedene Management-Ansätze und Aspekte besprochen und wir haben diverse Update-Protokolle, insbesondere die Quorenbasierten Verfahren, uns überlegt. In diesem Video möchte ich mit Ihnen ein Fallbeispiel besprechen, das große praktische Bedeutung hat, das ist das sogenannte Zookeeper-System und als historischen Vorläufer noch kurz das Chubby-System besprechen, bevor wir das Kapitel noch zum Schluss zusammenfassen. Ich denke, was Sie aus diesem Kapitel bis jetzt mitgenommen haben, ist, dass Konsistenz gar nicht so leicht ist. Konsistenz sicherzustellen, insbesondere wenn Sie auch noch geringe Latenz für Lese-Schreib-Operationen wollen und hohen Durchsatz, viele Lese-Schreib-Operationen pro Sekunde, wenn das Ganze auch noch Fehler tolerieren können soll, ist eine echte Herausforderung. Wenn Sie das selbst versuchen, zu Fuß zu implementieren, werden Sie über ganz, ganz viele Fallstricke stolpern und das ist vielleicht gar nicht schlau. Vielleicht ist es eine schlauere Idee, etwas zu nehmen, was es schon gibt, um genau das zu tun. Und genau das gibt es und das ist über Jahre entwickelt und gewachsen seit 2007, 2008 existiert das Zookeeper-System. Und die nächsten Folien hier folgen den beiden Links, die hier angeführt sind. Auch hier kann ich nur sehr empfehlen, wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich die Quellen an. Sehr aufschlussreich, sehr lehrreich, insbesondere was man zur Nutzung von Zookeeper in einem Applikationsprogramm lernen kann. Es gibt da eine gewisse Menge von Kochrezepten, von Standard-Recipes, die man sinnvollerweise befolgt. Sehr, sehr lehrreich, allerdings würde das den Raum sprengen, den ich hier in der Vorlesung dafür einräumen möchte. So, von der Werbefolie. Zookeeper ist ein verteilter Koordinationsdienst, der aus mehreren Servern besteht. Die sind repliziert und halten replizierte Daten. Diese Daten sind zunächst mal primär in Memory, können aber als Snapshot auf Platte geschrieben werden und werden auch periodisch als Snapshot auf Platte geschrieben. Zookeeper ist ausgelegt für ein hohes Lese-zu-Schreib-Verhältnis. Das wird mit hoher Performance unterstützt, was letztlich heißt Lesen lokal, Schreiben verteilt. Dennoch mit Quoren unterstützt, um Fehlertoleranz konsistente Datenhaltung sicherstellen zu können. Die Idee ist, Sie können in ein Zookeeper-System Daten unter einem hierarchischen Namensraum ablegen. Es ist in gewissem Sinne wieder ein Key-Value-Store. Die Keys sind dabei ähnlich wie Filenamen in einem hierarchischen Filesystem strukturiert. Aber es ist kein Dateisystem. Es ist dazu gedacht, kleine Koordinationsdaten, wenige, vielleicht ein paar Dutzend Bytes abzulegen unter einem entsprechenden Key. Benutzen Sie es nicht als Filesystem. Dafür ist es nicht ausgelegt, das würde auch nicht gut funktionieren. Sie haben dann die Vorstellung, dass Sie einen Client haben, der mit einem solchen Zookeeper-System interagiert und von dem Koordinationsanfragen, Aufgaben erfüllt haben möchte. Und dazu spricht er mit genau einem einzigen Server. Das Bildchen sieht dann so aus. Sie haben den Zookeeper-Service als Ganzes. Als Client suchen Sie sich irgendeinen dieser Server aus, mit dem Sie reden. Und die Server untereinander befinden sich in einer solchen Servergruppe. Unter diesen Servern gibt es einen sogenannten Leader, der die Aufgabe hat, für Konsistenz zu sorgen, der zum Beispiel den Ablauf von Quorum-Protokollen koordiniert. Okay, wie gesagt, dieser Key-Value-Store in gewissem Sinne arbeitet mit einem hierarchischen Namensraum. Das ist eine Baumstruktur, Sie haben sowas wie in einem Filesystem so eine Art Wurzelknoten, darunter hängen Knoten von Applikation 1, App 2, Service A. Das können Sie benennen, wie Sie wollen, aber Sie haben diese Idee, dass Sie eine hierarchische Struktur haben. Wenn ich jetzt hier das Wort Knoten benutze, dann meine ich Knoten in diesem Baum. Ich meine nicht Server hier an dieser Stelle. Ich meine diese logischen Namensknoten innerhalb dieses Namensbaums. Was können Sie damit machen? In einen solchen Knoten können Sie Daten ablegen. Das geht in jedem Knoten, auch in der Mitte, nicht nur an den Blättern, ähnlich wie in einem Filesystem.
Und ein solcher Teilbaum ist eine Zone, eine Zone. Damit sind Metadaten assoziiert, damit ist Zugriffskontrolle assoziiert. Metadaten wäre typischerweise etwa die Versionsnummer im Sinne der Quorenprotokolle, die wir gerade besprochen haben. Naja, und natürlich das tatsächliche Datum, das Sie da wirklich ablegen wollen. Ihre Zahl, Ihr String, was auch immer. So, und das Interessante ist jetzt, welche Garantien Sie haben, um mit diesen Knoten zu arbeiten. Sie haben eine ganze Reihe davon. Zookeeper gibt Ihnen sehr starke Garantien für den Zugriff, für das Lesen, Schreiben, Inspizieren der Daten in solchen Knoten. Knoten sind repliziert über diese Server im Zookeeper. Der Zugriff darauf ist sequenziell konsistent, im starken sequentiellen Interleaving. Sie sehen alle die gleiche, alle Klienten werden die gleiche Interleaving-Semantik, die gleiche Interleaving-Reihenfolge der Lese-Schreib-Operationen auf diesen Knoten sehen. Und Zugriffe sind atomar. Wenn Sie einen Update auf einen solchen Knoten führen, dann bekommen Sie die Garantie, dass entweder alle Replikate aktualisiert werden oder kein einziges. Es kann sein, dass ein Update scheitert, was zu einer Fehlermeldung führen würde, aber dann dürfen Sie auch sicher sein, dass Sie nirgends irgendwelche Spuren dieses Updates finden werden. Atomar ist hier im Sinne der Datenbanktransaktion-Atomarität, der ACID-Atomarität gemeint. Es ist nicht die Atomarität im Sinne des Multicast-Protokolls. Tatsächlich haben wir ja mit sequentieller Konsistenz das eigentlich schon gesagt, dass wir ein alle sehen die gleiche Reihenfolge Atomarität benutzen. In diesem Sinne, da sind zwei Atomaritätsbegriffe im Spiel. Der eine über die sequentielle Konsistenz abgedeckt. Das hier ist um Atomarität das Ganze oder gar nichts. Sie können das hier auch so formulieren, dass Sie einen Terminating Reliable Multicast unterstellen dürfen zur Realisierung dieser sequentiellen Konsistenz. Das ist die äquivalente Aussage. Es ist eine sogenannte Single System Image Vorstellung hier im Spiel. Es ist für einen Client egal, mit welchem Server er sich verbindet. Sie werden die gleiche Information bekommen in der gleichen Reihenfolge. Vielleicht nicht zu dem exakt gleichen Zeitpunkt, das kann mal ein bisschen länger oder kürzer dauern, aber in der gleichen Reihenfolge sehen Sie die gleichen Informationen. Es ist verlässlich im Sinne von Updates werden persistiert. Solange genügend Server überleben, um es rechtzeitig auf Platte zu schreiben, sind ihre Updates auch persistent. Natürlich ist es nicht persistent, wenn jemand eine Bombe in ihr Rechenzentrum schmeißt. Nicht? Also unter vernünftigen Fehlerannahmen ist es verlässlich. Ja, und es ist sogar timely, also nach gewissen Zeitschranken können Sie davon ausgehen, dass diese Updates auch konsistent durchgeführt wurden. So, was können Sie damit jetzt tun? Sie können solche Knoten in Ihrem Node-Namespace erzeugen. Sie können sie löschen. Sie können sie fragen, ob sie existieren. Und diese Frage der Existenz ist atomar und sequenziell konsistent. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Damit kann man viele schöne Sachen tun. Sie können die Daten auslesen. Sie können Daten schreiben in einen solchen Knoten. Sie können die Kinder erfragen. Auch das passiert atomar und sequenziell konsistent, auch wenn jemand anders neue Kinder anlegt. Und Sie können auch noch explizites Blockieren von Updates haben, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Updates bei allen Replikas sich niedergeschlagen haben. Insbesondere dieses Exists und Get Children ist eine sehr nützliche Programmiertechnik, die sich in diesen Zookeeper Recipes niederschlägt. Da muss ich Sie jetzt leider wirklich auf die Tutorials verweisen, in denen das sehr schön an verschiedenen Beispielen durchgesprochen wird. Zum Beispiel kann man damit sehr einfach Mutual Exclusion für mehrere Clients realisieren. Das bildet sich unmittelbar auf diese entsprechenden Operationen ab. Was würden Sie also tun? Sie würden als Client eine solche Session öffnen mit genau einem dieser Zookeeper-Server und Sie lesen und schreiben entsprechend Requests mit diesem Zookeeper, von diesem Zookeeper-Server, mit dem Sie verbunden sind. Und dieser Server würde für Sie dafür sorgen, dass Ihre Schreiboperation als atomarer Broadcast, als atomarer Terminating Reliable Broadcast innerhalb der Zookeeper-Gruppe verteilt werden. Und dazu gibt es ein eigenes Broadcast-Protokoll, den Zookeeper Atomic Broadcast, das ZAB-ZAP-Protokoll, das genau das tut.
Diese SAP beruht auf einer ganzen Reihe von Mechanismen, die wir uns schon angeguckt haben. Es ist ein Leader-basiertes Multicast-Protokoll. Leader-Follower-Idee, ähnlich wie wir das uns mit dem Sequencer überlegt haben. Jetzt sagen Sie, um Gottes Willen, das kann ja nicht funktionieren. Das ist ja nicht mehr fehlertolerant. Doch ist es, da die Leader-Rolle gegebenenfalls übernommen werden kann. Sie können einen Leader migrieren. Wenn Ihr Leader stirbt, wird jemand anders sich zum Anführer ausrufen. Im Sinne des Leader-Election-Verfahrens. Was haben Sie davon? Ja, es ist ein reliable, terminating reliable Multicast. Wenn irgendeiner dieser Server die Nachricht ausliefert, können Sie davon ausgehen, dass alle überlebenden Server das ebenfalls tun. Siehe Gruppenkommunikation, Definition davon. Und es ist atomar und FIFO, also eigentlich ist es sogar ein total, nicht nur atomar, es ist sogar ein totales Verfahren durch den Leader koordiniert. Sie können auch noch kausale Ordnung haben, wenn Sie das so möchten. Dieser Leader koordiniert auch die Transaktionen für die Updates. Das machen wir, verteilte Transaktionen machen wir im folgenden Kapitel. Wie kommen wir jetzt an einen solchen Leader? Wir bräuchten ein Leader-Election-Verfahren, was hier über ein Quorum abgewickelt wird. Mehr als die Hälfte muss sich einigen. Es ist im Prinzip eine Schreiboperation auf einen solchen Knoten. Wer ist der Leader? Und der sorgt auch dafür, dass Schreiboperationen, also die Reihenfolge im atomaren Multicast, sind ja in gewissem Sinne Vorschläge der Clients. Jeder Client möchte eine Schreiboperation durchführen, und zwar jeder als erster. Und Sie haben damit implizit einen Reihenfolgevorschlag. Und auf diese Reihenfolgevorschläge müssen Sie sich einigen, und das wird auf dem Quorenverfahren abgebildet. Genau. Ja, das reicht dazu auch schon. Wie Sie das jetzt benutzen, ist wie gesagt, Sie lesen, Sie schreiben und Sie prüfen die Existenz von Knoten und Kindern in diesem hierarchischen Namensraum. Und der Trick ist, Atomarität und diese starken Ordnungseigenschaften auszunutzen. Und der Trick ist auch, benutzen Sie es nur für Koordinationsdaten. Es ist überhaupt nicht geeignet, große Datenmengen damit zu bewegen, weil es mit diesen starken Garantien entsprechend Aufwand verursacht. Okay, wenn jetzt Dinge schiefgehen, wie gesagt, wir brauchen noch die verteilten Transaktionen aus dem nächsten Kapitel und wir brauchen noch den Konsens aus dem übernächsten Kapitel und dann haben wir auch die Mechanismen hier zusammengesucht, die Sie für sowas wie Zookeeper brauchen. Noch als kleine historische Anmerkung, in gewissem Sinne der historische Vorläufer von Zookeeper ist das sogenannte Chubby-System. Das war ein Google-internes Projekt, das eigentlich ähnliche Dinge getan hat, das Ähnliches geleistet hat wie Zookeeper. Es beruht auf dem sogenannten Paxos-Konsensprotokoll, das wir uns kurz in 13.5 anschauen werden. Und es hatte genau ähnliche Eigenschaften, war gedacht für, ich zitiere mal aus dem Google Paper, für eine moderat große Anzahl Clients, heißt 10.000. 10.000 ist so moderat groß. Immer wieder eine schöne kleine Zahl, wenn man so, ja, nicht allzu groß. Ansonsten sehr, sehr ähnlich, hatte noch so eine Notification-Idee, was wir bei Zookeeper in ähnlichem Sinne finden. Eigentlich, das darf man jetzt wieder nicht laut sagen, aber eigentlich, diese Zookeeper hat starke Inspirationen aus den Chubby Papers bezogen. Beruhen auch beide auf dem gleichen Konsensprotokoll, auch wenn es bei Zookeeper spürbar umgebaut wurde. Das soll es mal gewesen sein. Das soll es für dieses Kapitel mal gewesen sein. Lassen Sie es mich noch zusammenfassen. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass unterschiedliche Konsistenzmodelle ihre Berechtigung haben, je nach Anwendung, und dass sie unterschiedliche Erwartungshaltungen eines Programmierers widerspiegeln. Ich hoffe, ich habe Sie auch überzeugt, dass diese Konsistenzmodelle sich in unterschiedlichen Konsistenzprotokollen niederschlagen müssen, um diese verschiedenen Versprechen einlösen zu können und dass wir hier Aufwand nicht völlig ignorieren können, dass man hier sorgfältig optimieren muss, um das eine gute Balance zwischen schöner Semantik einerseits, Leistungsfähigkeit andererseits herzustellen. Und wenn nichts schief geht, dann ist das alles okay, aber wenn Sie dann noch Fehlertoleranz unterstützen müssen,
sind wir immer noch nicht am Ende dessen, was wir an Mechanismen brauchen. Dazu brauchen wir noch zwei weitere Kapitel. Was ich Ihnen sehr ans Herz lege, ist, konkrete existierende Systeme dafür zu benutzen. Zookeeper ist im Moment sicherlich das berühmteste dafür, als ein Baustein in einem solchen verteilten System insgesamt. So, und was kommt nun? Jetzt geht es wirklich daran, damit umzugehen, was passiert, wenn etwas ausfällt. Lassen Sie uns Dinge kaputt machen und schauen, dass es immer noch funktioniert. Insbesondere, was ist dieses Atomar? Dieses Atomare ganz oder gar nicht. Ich habe beim Terminating Reliable Multicast drüber geredet. Wir haben hier beim Zookeeper gerade nochmal drüber geredet. Was meint und wie realisiert man eine atomare ganz oder gar nicht Ausführung in einer verteilten Umgebung? Und dann brauchen wir noch Konsens und dann haben wir eigentlich alle Mechanismen zusammen. So viel erstmal dazu. Bis zum nächsten Video. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.